Ich war im Krankenhaus und da ist es aber nicht gegangen um einen Schlaganfall, sondern um einen Zeckenbiss. Der Zeckenbiss kann auch einen Schlaganfall ausgelöst haben. Und ich habe links eine Lähmung. Die drei Gänge, die zwei Gänge, die nächste Frage war ja, wenn ich es nicht gemacht hätte, wie es mir da gegangen wäre, das weiß ich. Ja, ich bin froh, dass es so ist. Ja, ich kann besser laufen, so vielleicht auch einen Stock. Die Hoffnung stirbt zum Schluss. Es tut nicht weh, ich kann gut schlafen, ich schlafe gut. Ja, da habe ich keine Probleme. Nicht. Am 9. Juni hat er einen Schlaganfall gehabt. Dann ist er 4 Monate ins Spital gewesen und 6 Wochen auf Reha. Aber das hat nicht recht viel genutzt, weil es da noch zu früh war. Das hab ich habe viel nicht mitbekommen. Ich meine, wer tut mir da? Die ersten 6 Wochen haben wir überhaupt kein Wort nicht reden können mit ihm. Habe ich mit den Logopäden Lieder gesungen. Jetzt klein, klein ging er in die weite Welt hinein. Ja, er ist viel stärker geworden. Er kann jetzt den Keller gehen, alleine. Zuerst ist er nicht runtergegangen, aber jetzt, seit was er da die Therapie macht, ist schon besser geworden. Beim Aufstehen tut mir es ja schon viel leichter. Da sitze ich mir am Sessel und er steht dann auf. Dass ich mich da holen kann. Sonst mache ich noch aus, mich dann nicht auszubieten. Es ist viel schwerer gewesen. Er sitzt da in den Rollstuhl daheim. Und da steht er halt auf, dass er, da brauche ich mich nicht mehr bewegen. Und jetzt, wenn es noch ein bisschen besser wird, dann. Weil jetzt haben wir nur 10 Mal. Und da wird sich schon nur ein wenig was tun.